Herzlich willkommen bei Filz und Garten. Ich habe mal wieder was gefilzt. Eine kleine Tasche. Und das Besondere an der Tasche ist die Oberflächenstruktur auf der Vorder- und auf der Rückseite. Und darüber habe ich einen kleinen Film gemacht und den will ich euch jetzt gern zeigen. Ich habe diesmal nicht alle Schritte des Filzens ganz ausführlich gezeigt. Also das besonders am Ende, das Filzen und Walken habe ich nur ganz kurz angedeutet, aber das kann man auch ganz gut in meinen anderen Videos sehen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß dabei. So, also ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet und die Form der Tasche mit Wolle belegt, mit einer Schicht blauen Wolle. Und wie es jetzt weitergeht, das werde ich jetzt dann mal gemeinsam mit euch machen. So, für die Dekoration der Tasche habe ich so verschiedene Schnüre gemacht und wie das geht, zeige ich jetzt gerade nochmal. Da habe ich die Wolle, die ich eben auch für die Tasche verwendet habe, ausgelegt in einem kurzen Stück. Die zwei verschiedenen Farben, einmal schwarz. Und dann hier das Dunkelblau. Dann ein bisschen Wolle dran, ein bisschen Seife dran. Und das Ganze zusammengerollt. Feucht in warmes Wasser eingetaucht und zu einer Schnur gerollt. Wie man solche Schnüre macht, das habe ich ja schon bereits in einem anderen Video gezeigt. So, eine von diesen Schnüren habe ich also eine ganze Menge gemacht und eine ist etwas länger und die hat an einem Ende noch die Wolle nicht verfilzt. Und das wird jetzt hier oben an dieser Spitze der Form, man kann es nicht ganz gut erkennen, aber die hat da oben so eine Spitze, das wird später der Verschluss. Da lege ich jetzt die trockene Wolle auf die ausgelegte andere Wolle. Jetzt habe ich diese Schnüre hier, um ein Muster zu legen. Als weitere, also vielleicht zeige ich das noch mal ein bisschen näher. So ein Muster mit den Filzschnüren gelegt und als nächstes werde ich dann noch diese Wolle dazwischen. So, und als letztes mache ich jetzt noch eine dünne Schicht schwarze Merino-Wolle über alles drüber. So, jetzt habe ich Seife drüber gestreut. Wie das geht, habe ich euch ja schon öfter gezeigt. Jetzt kommt ein Tuch drauf und dann habe ich hier
Warmes Wasser. Das Ganze erstmal angedrückt. So, jetzt wird die Tasche vorsichtig gewendet und dann zeige ich auch noch, was ich innen für eine Form habe. So. Und ja, weil ich eine Innentasche haben will, habe ich mir jetzt noch einmal die gleiche Form gemacht, die dann da drauf gelegt wird, aber zuerst wird also der untere Rand der Wolle mit Wolle belegt. Hier fange ich jetzt mit der dunkelblauen Wolle an, die ich zuerst hatte. Also das ist so eine Fließwolle. Belege dann erstmal die Innentasche. Weil es die Innentasche ist, muss ich die jetzt nicht unbedingt auch mit Schwarz machen. Das habe ich jetzt eigentlich nur gemacht, weil die Grundfarbe eigentlich schwarz werden sollte und weil die Merino-Wolle eigentlich zu fein ist, um eine stabile Tasche zu ergeben, habe ich sie mit dieser Fließwolle hier gemischt. Und für die Innentasche reicht es auch, wenn die nur in diesem Blau ist. So, jetzt kommt hier auch wieder Seifenlauge natürlich drauf. Oder Seifenraspel und Wasser. Jetzt kommt die zweite Form drauf und dann wird das Ganze nochmal wiederholt und nochmal mit Wolle belegt. So, inzwischen ist die Tasche getrocknet und deswegen wollte ich das nochmal zeigen, weil man jetzt die Struktur auch viel besser erkennen kann. Es ist ein bisschen schwierig mit dem Licht, weil das Schwarz so dunkel ist. Also sie ist nicht mehr ganz komplett schwarz, obwohl ich oben drüber ja die letzte Schicht mit schwarzer Merino-Wolle gelegt habe.
Trotzdem sieht man halt das Blau, was drunter war, so ein bisschen durchscheinen. Und man sieht auch, wenn man genau hinschaut, so ein bisschen die Struktur von den Wollfäden. Ich hoffe, das kann man ganz gut sehen. Das ist halt auch ein, ja, schimmert so ein bisschen durch. Und ich finde, das sieht ganz hübsch aus. Und durch diese zwei Farben ist es eben nicht so ein ganz harter Schwarzton geworden und aber auch nicht, es ist auch nicht so blau, wie es jetzt hier vielleicht auf dem Film wirkt. Und ja, genauso habe ich es mir vorgestellt. Ich zeige vielleicht innen nochmal die beiden Fächer. Also hier ist die eine Seite und hier ist die andere Seite. Und auch da sieht man ja, dass ich, ja, durch diese verschiedene Farbe, dass es eben dieses Lila ist. Ja. So, jetzt ist das Ding fertig und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.